Herzlich willkommen in meinem Düsseldorfer Atelier. Bevor wir an die Staffelei gehen, werde ich erstmal mit euch gedanklich nach Krakau fahren. Dort ist in 1869 Stanisław Wyspiański geboren. Stanisław Wyspiański ist bekannt nicht nur als Maler und Zeichner, aber auch als Dichter, Dramenschreiber, Designer, Architekt, Theaterreformer. Seine Themen sind Landschaft und Porträts, zahlreiche Porträts. 1904, als der Arzt hat gesagt, er dürfe überhaupt nicht von zu Hause weg, hat da in dem Atelier, in dem blauen Atelier, wahnsinnige viele Serien gemacht und mit einem Motiv, der Weg zu dem Hügel. Jede Zeichnung war anders. Der hat das wie ein Tagebuch gemacht und bei jedem Tag natürlich das Wetter und Himmel und Landschaft ist ganz anders. In Krakau kann man auch von Wyspiański ganz viele Werke entdecken. In vielen Museen, aber auch in der Kirchen, die wunderbare, großformatige Fenstermalerei. Pastellmalerei ist seine Lieblingsmalerei. Das ist eine wunderbare, trockene Technik. Die Technik ist sehr wichtig. Man sollte die beherrschen. Aber was braucht ein Künstler, um ein gutes Bild zu machen? Was bräuchte Stanisław Wyspiański, um seine letzte Serie zu schaffen? Vielleicht braucht man nur den Blick aus dem Atelierfenster. Ich werde hier heute ein paar Skizzen machen und extra auch zwei oder drei farbige Papier dafür benutzen. Ich fange an erstmal mit dem braunen Papier. Solche Papier oder Pappe hat auch Wyspiański benutzt. Ich habe hier alle Blautöne getrennt genommen. Ich konnte das verwischen ganz einfach. Wenn ich die Kreide ein bisschen heftiger drücke, dann natürlich bleiben auch nicht nur weiche hier, aber auch kräftige Umrisse von dem Himmel. Im Nationalmuseum in Krakau hängt ein wunderbares Bild von Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo auf Polnisch, auf Deutsch Mutterschaft. Auf dem Bild sieht man seine Frau, Theodora, und Theodora stillt ein Baby, Jaś, der Sohn von Wyspiański. Die zwei Mädchen, das ist die Tochter von ihm. Der hat wirklich eine Tochter, aber für seine Komposition war ihm so wichtig, dass da dargestellt ist eine Frau, die stillt, und zwei andere Mädchen. Wunderbares Bild, nicht nur als Komposition, aber auch dort kann man sehen, wie Wyspiański wunderbar gearbeitet mit Pastellkreiden. Wunderschöne, große Flächen, sehr dicht, aber auch zeichnerische kleine Linien, die sehr charakteristisch sind für ihn. Was ich sehr liebe bei ihm, das sind die wunderbaren Blumenornamente, die sehr, sehr charakteristisch sind und sehr, sehr imposant. Man kann reines Pigment benutzen, weil hier kann ich nur klopfen und der Staub von den Pigmenten fällt runter. Wir haben noch Pastellstifte. Die kann man aber für zeichnerische Arbeit benutzen. Ich habe hier für diese Technik auch ein paar Werkzeuge. Ich habe hier zwei Silikonstifte. Die benutzt man zum Verwischen.
Gummistift. Man sieht hier, dass die harte, die Stiftpastellen, die lassen sich nicht so schön verwischen. Ich habe mir ganz schnell eine Vorlage hier vorbereitet, also ein Foto ohne bestimmte Farbe und als zweite ein Tuch mit Blumenornamenten. Ich habe erstmal hier meine kleine Vorskizze gemacht, ganz grob. Und jetzt gehe ich an Details. Ich werde jetzt weiter aber die Details mit Pastellstift machen. Die leuchten sehr stark auf weißem Hintergrund. Da werde ich noch eine Schicht machen. Versuche ich auch jetzt mit reinen Pigmenten. Bis jetzt war das Kreide, waren die Stifte und die Pastellkreiden. Und jetzt versuche ich ein bisschen mit reinen Pigmenten arbeiten. Für Pastellkreide sehr wichtig ist das Papier. Man muss für Pastellkreide raues Papier benutzen. Wir haben auch für Pastellmalerei sehr schön auch buntes Papier. Grau, braun, gelbe Töne. Und Stanisław Wyspiański hat von allem diese Farbe benutzt. Lieblingsmotive von Stanisław Wyspiański sind hier die Schleifen. Ich werde versuchen, jetzt so eine Schleife auf dem dunklen Papier, Pastellpapier. Jetzt habe ich schöne Ockerfarbe aufgetragen, ganz schnell. Und jetzt sieht man, dass das Papier, dieses braune Papier, spielt mit. Auf der Bildfläche sieht man schon diese schönen Übergänge. Sehr spezifisch und charakteristisch für Wyspiański sind die Umrisse, die ziemlich stark sind, oft mit ganz dunklen Pastell, zwischen Schwarz, Braun und auch andere dunkle Töne. Und jetzt nehme ich Pastellstifte, um zu zeigen, dass auf dieser schönen, wunderschönen, dichten Fläche kann ich einfach rein zeichnen und verschiedene Muster zu malen. Und hier Zeichnung, die unbedingt muss man fixieren. Also ich mache das jetzt, obwohl das ist nur ein Skizze jetzt.